Gott versorgt uns immer und kümmert sich um uns. Und zwar so sehr, dass wir manchmal noch in einer Dürre oder Trockenzeit davon zehren könnten. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Pandemie gerade ein Dürresjahr haben. Denn vieles war nicht oder geht nicht. Noch leben wir von dem, was wir in den Jahren davor als Reserve speichern konnten. Aber was, wenn das Konto leer ist? Freunde sich aus den Augen verlieren oder mein aktiver Glaube verschwindet? Gott verspricht uns, dass zumindest unser Glaubensspeicher nie leer sein wird. Unser Glaube kann uns dann Hoffnung, Mut und Zuversicht geben, dass auch im alltäglichen Leben alles wieder gut werden wird. Und ich persönlich glaube, dass Gott uns dabei unterstützt. Wir sollen auf Gott vertrauen, um geistlichen Segen zu finden. Das bedeutet, dass wir immer auf Gott bauen sollen und auch können, egal in welcher Situation. Ob mal was mit dem Freund nicht passt oder ob wir mal schulische Probleme bzw. Probleme auf Arbeit haben. Weil nur so zeigen wir unserem Umfeld und Gott, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir mit seiner Hilfe vor Problemen stehen und sie bewältigen. Und auch nur so können wir den einzig wahren himmlischen Segen erhalten. Gestern habe ich ein Zitat in meinem Status geteilt. Ich schätze den Mann, der unter Schwierigkeiten lächeln kann, der durch Leid stark wird und durch Nachdenken mutig. Zurückweichen ist Sache der kleinen Geister, aber der, dessen Herz fest ist und dessen Gewissen sein Verhalten gut heißt, befolgt seine Grundsätze bis in den Tod. Heute Morgen dann habe ich mich an das Bibelwort gesetzt und gedacht, krass, es passt irgendwie voll gut zu dem Post von gestern. Jeremia vergleicht den Menschen, der vollkommen auf Gott vertraut, mit einem fest verwurzelten Baum, der auch in Zeiten der Dürre Früchte trägt. Ich habe mich dann jedenfalls noch ein bisschen über den von Obama gern zitierten Urheber der Worte belesen, Thomas Paine. Er war ein Bestsellerautor und ein echter Rebell, der leidenschaftlich gegen die Sklaverei und für die Gleichheit aller und die Rechte der Frauen kämpfte. Ihm war es wichtig, immer gerecht zu handeln und die Menschen glücklich zu machen. Klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Mann, der voller Mut, Nächstenliebe aktiv gelebt hat. Doch hat er viele Dürrejahre voller Einsamkeit und Leid erlebt. Bei seiner Beerdigung waren nur 6 Gäste und kein einziger Geistlicher. Und auch wenn er nicht an die Dreieinigkeit, sondern an die Einigkeit Gottes glaubte, werde ich beim nächsten Abendmahl für Entschlafene besonders für ihn beten. Bin mal ehrlich, welche von Menschen geschaffene Theologie am nächsten an die Wahrheit rankommt, darüber kann ich nicht richten. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Glauben, aber durch eben diesen weiß ich auch, dass Gott gnädig ist und er ganz sicher auch diesen auf Gott vertrauenden festen Baum namens Thomas Paine liebt. Ruhe in Frieden und in bester Gesellschaft.